Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout Nummer 4. Dankeschön. Mir ist es aufgefallen gerade, bevor ich diese Folge angefangen habe. Ah, okay, guck mal ganz kurz. Player.4000. Was? Hier ist nichts passiert, alles gut. Mann, wieso vergesse ich sowas immer? Das ist doch das Wichtigste im Leben. Tinkerbeast-Cheat bei Fallout. Das ist das Wichtigste. Dankeschön. Hier ist aber sonst... Ah, ein Supermutant. Ach. Mossigner Plaza. Juhu, da wollte ich ja schon immer mal hin. So, ich bin immer noch nicht dazu gekommen, das Spiel zu modden. Wollte ich ja gerne machen für so einen Ständer, den man zum Beispiel gerade da drin sieht. Sowas da. Ich gehe doch mal ganz kurz rein. Vielleicht ist er ja ein Comic. So, Dankeschön. Gucken erstmal hier. Die Chance können wir nicht nehmen. Das nehmen wir aber trotzdem mit. Zeitungen vielleicht noch. Kann ich die... So. Kann ich, glaube ich, alle lesen, ne? Aber... Public... Occurrence, Oktober 2287, die sintische Wahrheit vor Piper Wright. Weiter. Für Piper Wright Nudeln? Nudeln. Wir alle essen sie, wir alle lieben sie. Und Power Noodles ist schon seit 15 Jahren ein festes Institution in Diamond City. Von Takashis Streifen, mechanischem japanischen über den instinktiven Geruch jeder Schüssel bis zu jedem feurigen Bissen. Der Genuss von Nudeln ist einer der großen menschlichen Erfahrungen, die jeder kennt. Oder etwa doch nicht? Genau, diese Frage kam in mir auf, als ich letzten Mittwoch gegen 17 Uhr am Tresen von Power Noodles saß und mein Abendessen zu mir nahm, wie schon so viele Male zuvor. Dann sah ich, wie Bürgermeister McDonough sich auf einen Stuhl setzte und exakt das gleiche Ritual begann. Die rechte Hand streckte sich vor, der Mund öffnete sich, kauende Zähne. Ja, er aß Nudeln, eine Erfahrung, die fast jeder Bewohner von Diamond City kennt. So muss es auch den Bewohnern von Diamond City vor fast 60 Jahren vorgekommen sein, als sie an einem ungewöhnlichen warmen Abend im Mai 2029 um genau diesen Tresen herumsaßen, aber das war die Zeit vor Takashi und seinen Nudeln. Als in der Bar stand Nudeln eiskalte Nuka-Cola, schaumiges Bier und kräftigen Whisky gab, der Name des Barkeepers war Harry, und auch in dieser Nacht verhalf er den Gästen zu den großen menschlichen Erfahrungen des Trinkens, Rauchens, Redens und Lachens. Aber dann kam es zu einer Tragödie. Es gibt nicht mehr viele unter uns, die alt genug sind, um sich an diesen Abend zu erinnern. Einige der Ghoulbewohner hätten sich etwas dazu sagen können, während sie dank Bürgermeister McDonough Anti-Ghoul-Gesetze von 2282 nicht gewaltsam aus der Stadt vertrieben worden. Aber es gibt noch eine Person unter uns, die sich genau an die Ereignisse dieses Abends erinnert. Die hochangesehene Matrachim Eustacke Hofthron. Ja, so heißt sie. Die uns ihre Geschichte in einem exklusiven Interview erzählt. Oh je, ich war da. Hab an der Bar gesessen, so wie du jetzt, und vor mir sitzt. Ich war 22 und wollte einfach ein bisschen Spaß haben. Hinter der Mauer war ich in Sicherheit. Wir alle waren das. Also, was sollte schon passieren? Und eines kann ich dir sagen. Dieser Mr. Carter hat es einem echt leicht gemacht. Er war an diesem Tag in die Stadt gekommen und meinte, er käme irgendwo aus dem Westen. War nicht wirklich wichtig. Viel wichtiger waren sein Grinsen, sein Lachen und seine Art, durch die sich jeder sofort locker und entspannt fühlt.
In dieser Nacht haben wir uns in der Bar irgendwie alle um ihn gedrängt. Jeder wollte mit ihm reden oder etwas über den Zustand des Commonwealths erfahren. Und Mr. Carter kümmerte sich um jeden von uns. Es war wunderbar. Und dann auf einmal war es schrecklich. Eustace fiel es sichtlich schwer, die Geschichte über diesen Abend fortzusetzen und den Moment, in dem alles anders wurde und die Wahrheit über McCarter ans Licht kam. Wir hatten so etwas 3 Stunden geredet und getrunken. Mr. Carter hatte da vielleicht 4 oder 5 Drinks intus. Er schien etwas betrunken zu sein, so wie wir alle. Und dann passierte es. Er lächelte und dann verschwand sein Lächeln plötzlich. Sein Gesicht fing an mit Zucken und sah irgendwie sehr komisch aus. Er erinnerte mich noch ganz genau daran, als wäre es gestern gewesen. Er griff in seinen Mantel, holte einen Revolver heraus und bam! Er schoss Harry, den Barkeeper, direkt in den Kopf. Er zögerte nicht, er zeigte keinerlei Gefühlsregung. Mr. Carter hat Henry so beläufig getötet, als hätte er einen Drink bezahlt. Aber sein Gesicht zuckte immer weiter und dann war die Halle los. Dann war die Hölle los. Das kann ich dir sagen. Was Eustace hier beschrieb, ist natürlich der berüchtigte Vorfall, der inzwischen als zerbrochene Maske bekannt ist. An diesem Abend erfuhren die Bewohner des Commonwealth zum ersten Mal, dass das Institut eine geheimnisvolle Wissenschaftsorganisation, die für die Entwicklung von Kampfandroiden verantwortlich ist, ein so fortschrittliches Modell gebaut hatte, dass es sich in der menschlichen Gesellschaft bewegen konnte, ohne Aufsehen zu erregen. Das Institut hatte seinen Androiden irgendwie in synthetischen Menschen weiterentwickelt. Sins, nachdem der Henry erschossen hatte, feuerte Mr. Carter noch auf 3 oder 4 andere Personen. Wie gesagt, es brach die Hölle los. Die Sicherheitsleute kamen und eröffneten das Feuer, aber Mr. Carter schoss einfach immer weiter und schleuderte Menschen durch die Luft. Irgendwann hatte die Sicherheitsleute ihn dann endlich erledigt. Wir alle dachten, sie hätten einen Mann getötet, der einfach Amok gelaufen war. Und er lag auch da wie ein Toter. Verrückter. Es war schrecklich, aber dann sahen wir alle Plastik, das Metall, das war noch eins der früheren Synth-Modelle. Und uns wurde klar, dass er gar kein Mensch gewesen war. Da wussten wir es. Das Institut war nicht nur da draußen, es war jetzt überall unter uns. Niemand fand je heraus, weshalb der Synth den als Mr. Carter kennt. All die Menschen getötet hatte. Einige glauben, dass er irgendwie vom Institut ferngesteuert worden war, um seine Kampfstärke zu ermitteln. Andere meinten, dass er eine Fehlfunktion hatte und eigentlich niemand töten sollte. Diese These wird von den Zuckungen in seinem Gesicht gestützt. Aber zu dieser Zeit schien das Warum kaum von Bedeutung zu sein. Viel wichtiger war, dass die Gesellschaft des Commonwealth von einer Organisation unterwandert worden war, deren Ziele und Beweggründe niemand kannte. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Dabei wurden die Sims-Modelle verwendet, das nicht einmal so fortschrittlich war wie jene, die mittlerweile im Dienst des Instituts stehen. Was uns wieder zurück zu den Nudeln bringt. Genauer gesagt zu den Nudeln, die Bürgermeister McDonough letzten Mittwoch gegessen hat. Genauso an der Stelle, an der die Sims Mr. Carter durchgedreht ist und mehr Menschen getötet hat, nachdem er über Stunden eine Erfahrung geteilt hatte, von der die Bewohner damit Cities glaubten, sie sei Menschen vorbehalten. Sie hatten sich geirrt. Tun wir das auch? Sie hatten sich geirrt. Tun wir das auch so? Alter Schwede, das war aber ein länger Text, aber interessant auf jeden Fall. Public Occurrence, Oktober 2287. Die Synthische Wahrheit von Piper Wright. Ist das nicht sogar? Nudeln, wir alle essen sie, wir alle lieben sie und Power and Wolves. Ja, das kennen wir ja schon. Der hat hier anscheinend ein paar Kopien. Ne? Ich lese es jetzt ja nicht nochmal 50.000 Mal vor. Aber war informativ. Der Thund, finden wir den vielleicht? Ah ne, der ist ja tot. Scheiße.
Schade, den hätte ich irgendwie gern gefunden. Diesen 5. 5. Ich hätte gern diesen 5 gefunden. Und dann hätte ich mich mit dem unterhalten, einfach nur mal so. So, aber ja, leider geht das nicht. Weil die ihn ja getötet haben. So, was haben wir hier denn? Kann ich die looten? 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 Nein. Dich hier? Looten? Nein. Na gut. Da komme ich nicht durch. Was haben wir denn hier? Bis jetzt nix. Das ist ja nicht viel, ne? Hier ist aber auch nix. Okay. Hallo Piper. Mal wieder ein bisschen grün, ne? Dann können wir ein bisschen was sehen, während wir laufen. Hier ist nichts. Hier ist ein Brett. Und hier haben wir noch sowas und... Sonst haben wir aber gar nichts. Nö. Okay. Gehen wir wieder, ne? Ah, oder wir können hier bestimmt auch noch irgendwie rein. So, gucken wir mal. Was haben wir denn hier oben bestimmt so? Ein Klemmbrett, eine Zeitung und ein World-Kalender. Warum nicht? Da ist aber nichts. Und sonst ist hier, glaube ich, auch... Ah, warte. Nein, da hoch, bitte. Wer schießt da jetzt gerade? Okay, ich dachte, ich muss niesen. Muss ich, glaube ich, gleich auch. Entschuldigung. Boah, alter Schwede. Da musste ich gerade niesen. So. Wo lang müssen wir denn? Wir müssen da noch über die Brücke. Okay, dann laufen wir mal schnell zur Brücke. Da sind, glaube ich, auch gleich die... Ah, hier ist doch das Raider da. Stimmt dann. Ach, hallo. Ah, warte, das ist nicht schon mal mit. Dann belastet euch das nicht mehr. Wo denn? Hä? Hier ist doch keiner mehr. Langweilig. Gut, laufen wir einfach mal rüber, ne? Ah, hallo, du. So. Das gehört alles jetzt mir. Ah, warte. Das Terminal. So, Scheinwerfersteuerung. Ausschalten. So. Turmsteuerung. Deaktivieren. Gut. Das, schön. Alles deaktiviert. So. Laufen wir mal los. Wir haben zwar selber Licht, aber ist ja auch egal, ne? Warte. Oh. Dings. Hallo? So. Ich bin der Schatten der Nacht. Und ich treffe nicht. Ich bin noch ganz entspannt hier auf, nicht hier raus. So. Piper, geh auf den Weg. So, wer wie wo schießt. Oh, Alter, ist das assi. Das war ja richtig assi. Und das war auch assi. Scheiße, wo haben wir das letzte Mal gespeichert? Ich habe schon wieder nicht nie F5 gedrückt, weil ich scheiße bin. Nein! Oh, wieso drücke ich denn nie F5? Bin ich denn behindert heute Morgen? Sicher, Mann. Da huste ich vor Frust auch mal in die Aufnahme. Mein Gott. Scheiße. Jetzt lädt er wieder stundenlang. Es ist doch scheiße. Ich habe heute noch gar nicht gespeichert, ne? Nein! Ich habe ja noch überhaupt nicht gespeichert. Fuck. Ich weiß genau, wo ich stehe. Ja. Und da sind wir auch schon wieder am Anfang. Herzlich willkommen zurück bei einer Runde Fallout 4. Nein, Spaß. Ach, Mann. Hab ja noch einen Scheiß gespeichert. Guck mal, ich speichere jetzt hier schon mal. Wow, die 5 Meter. Ach, Mist. Aber das ärgert mich ja jetzt. Warte, wo lang muss ich da? Wo lang? Ah, das ist ja jetzt wieder ärgerlich hier. Moment, ich laufe mal in die Richtung da. Hä? Was willst du? Wer ist hier? Wer will mir auf den Sack gehen?
Du anscheinend ja nicht. Du hier etwa? Du wohl auch nicht mehr. So, Red X, vielen Dank. Ein Terminal, aber das Terminal wird wohl nichts Spannendes öffnen. Oh ne, wollen wir jetzt nicht rein. Ah, nein. Wir müssen nicht überall mal reingehen. Ich will erstmal eigentlich gerne die Silver Shot Quest weitermachen. Das würde ich eigentlich schon ganz gerne tun. Oder die Aufgabe. So, jetzt sind wir wieder an einer völlig anderen Brücke als eben. Toll. Super. Da drüben waren wir eben, da will ich auch nochmal hin. Weil da sind nämlich Raider und die Raider will ich looten. Ne, außerdem will ich gerne den Laden, den wir da eben hatten. Obwohl, eigentlich müssen wir den ja gar nicht auseinandernehmen, da war ja nichts Spannendes drin. Das kann uns ja dann auch egal sein. Aber gegen die Raider will ich schon ganz gerne nochmal kämpfen. Das war ganz einfach, indem ich mich jetzt hier hinstelle, mal gucke, ob ich die erwischen kann. Wenn ich gut bin. Ne. Der ist noch leicht zu weit weg. Hier irgendeinen erwischen? Nein. Was? So, Terminal nochmal schnell. Scheinwerfer. Ausschalten. So. Mal kurz zurück. Die Turmsteuerung deaktivieren. So. So. Das war schon mal das Teil. Sehr gut. Das speichern wir auch mal ganz kurz ab. Der, die, das ist da hinten nicht mehr da. Da ist die Bruderschaft. Das ist total leer. Da ist ja nur ein Pilot drin. Wieso das denn? Ist ja langweilig. So, hier ist aber rein gar nichts, okay. Okay, wir gehen rein. Da sind die Bruderschaftssoldaten. Gut, aber hier ist nichts. Oh, okay, wir gehen mal Richtung Bruderschaftssoldaten, würde ich sagen, weil da kann man bestimmt EP abstauben. Ja, ja, wo. Hier, hi. Oh, guck mal, Zeug. Vielen Dank. Wo denn? Oh, was ist hier denn los? Ja, wir sind auch schon da. Du musst mir helfen. Dieser Typ ist ein Sünder. Und er will mich töten und meine Familie und mich ersetzen. Lass sie aus dem Spiel. In Wahrheit ist er der Sünder und will mich ersetzen. Bitte, bitte, du musst mir glauben. Du darfst das nicht zulassen. Hey, ich bin auf deiner Seite. Ich will nur die Wahrheit hören. Dann kann ich vielleicht helfen. Ich sag dir, ich bin kein Sünd. Du musst mir einfach glauben. Beruhigen wir uns erstmal. Hier muss niemand sterben. Nein, er will mich tot sehen. Er wird niemals aufhören. Ich muss ihn töten. Hör nicht auf ihn. Er wird alles versuchen, um dich zu überzeugen. Hör zu. Nimm einfach nur die Waffe runter. Dann können wir über alles reden. Nein, nein. Er bringt uns beide um. Warum erzählst du mir nicht, wie das alles passiert ist? Wie das? Okay. Ich war unterwegs nach Bunker Hill. Als ich um eine Biegung kam, war da dieser Typ. Ich. Mit gezogener Waffe. Schussbereit. Ab da ist alles verschwommen. Wir haben eine Weile gekämpft, aber ich habe gewonnen. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Er ist der Sünd. Gehst du jetzt aus dem Weg? Du
Du tust gar nichts, wenn ich dich zuerst erledige. Oh, Gott sei Dank. Verflucht! Ich bringe euch beide um! Oh nein. Es ist kein Sinn. Der blutet. Warum macht er so einen Scheiß? Du bist der Sinn. Sei doch, das ist der Sinn. Ne, er blutet auch. Okay. Nein, ich drücke mal kurz F9. Das sind nämlich beides keine Sinn. Die leben. Sie bluten ja beide. Oder wir ist das gewollt? Ich habe gekämpft, aber ich habe gewonnen. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Er ist der Sünd. Gehst du jetzt aus dem Weg? Ist mir egal. Tut mir leid, ich antworte darauf einfach mal gar nichts und gehe aus dem Weg. Wo willst du hin? Das ist euer Thema. Ich bin jetzt weggelaufen, jetzt hat er ihn umgeknallt oder was? Tschüss. Ja, war nicht mein Problem. Tut mir leid, da hatte ich ehrlich gesagt keine Antwort drauf. Oh. Gut, das war das Thema. Haben wir das auch durch? Ich wollte nur gucken gehen, aber wenn die nicht wollen... Da müssen sie leider leiden. So. Okay, dann werden wir mal jetzt gerade trotzdem an einem City gehen, bevor wir da reingucken. Irgendwas müssen die da drin ja Spannendes bewachen. Ein Stück Seife. Wieso nicht? Ne? Warum denn zum Teufel nicht? So, wir gehen mal rein und schauen mal nach, was wir da drin dann so haben. Für eine Aufgabe als nächstes für Silvershroud. So. Ach ja. Benutze den Pitboy um. Ich konnte leider nicht zu Ende lesen, aber gut. Ist auch gut, weil der Ladebildschirm nicht mehr da. So. Ich packe hier drin mal die Waffe weg. So, die Höhle der Erinnerung. Da waren wir ja schon mal. So. Du bist es. Oh, Sugar, ich hab Kent immer gesagt, dass dieser Heldenmist euch beide noch ins Grab bringt. Oh Gott. Oh Gott. Was ist mit Kent? Wo ist er? Sie haben ihn. Raider. Nichts als Mordlust in den Augen. Wir hatten keine Chance. Als sie ihn mitnahmen, haben sie dir eine Botschaft hinterlassen. Hör einfach Kents Radiosender. Sie wird ständig wiederholt. Okay, Kent, wo befindest du dich? Wir retten. Abbrechen. Sie werden nicht... Was? Oh Gott, was ist denn jetzt los? Auf die Knie, Drecksack! Was soll das? Sinjin, alles klar. Das ist also Shrouds Hauptquartier? Dann bist du sicher Silvershrouds, kleiner Freund. Wenn du deinen Freund lebend wiedersehen willst, Shroud, komm ins Milton General Hospital. Tu's nicht, Shroud, das ist eine Falle. Rette dich! Okay, ins Milton General Hospital. Ja, ich bin ja gleich da, dann werde ich dich töten. So, so auf Silver Shroud Art mit meinem Fat Man. Ich habe leider keine Munition mehr, sonst würde ich es ja tun, aber... Ja, leider nicht. Gott, Neighbor wurde im Bereich der Überreste des alten Rotlichtviertels. Was weiß ich denn, er baut wahrscheinlich die Serie T60 der Power-Rüstung, wurde nach dem Kampf um... An Courage
vermehrt und United States Army verwendet. Am 13. Oktober 2077, der Tag, an dem Amerika in Atomic unterging, gehörte, ja. Falls ihr es noch nicht wisst, Kendras Schreckensherrschaft ist Geschichte. Sie wird nicht... tschüss. Tschüss. Karte. Hier unten. Oh Gott. Okay, wir reisen mal nach hier. So, und werden dann mal von dort aus nach unten reisen. Oder nach unten laufen, ja vielmehr, weil da unten haben wir noch gar nichts. Irgendwas werden wir da ja finden, oder? Hoffentlich. So, aufgrund seiner größten Erzeugung, was weiß ich denn. Mann, ich lese mal zu spät vor. So, wir laufen einfach mal. Einfach mal los, würde ich sagen. Ne? So, auf gut Glück ist, glaube ich, mit immer das Beste. So, das Einzige, was du, glaube ich, machen kannst. Ja, laufen wir mal. Oh nein, ich will nicht da rein. Ich will hier hin. So. Ein bisschen Licht haben wir dann nämlich auch. Und dann können wir natürlich erstmal nicht mehr. So, wo sind wir denn schon? Entdeckt. Ach, hier. Das ist ja richtig billig dann. Entdeckt. Fairy. Irgendwas da. Kann ich mir lesen. Okay, aber hier ist wieder so ein kleines Dörfchen, was wir uns eigentlich ganz gut angucken könnten. Irgendwann mal. Bei Zeiten. Erstmal würde ich gerne ins Hospital. Was wohl das da ist. Oh, da sind Power-Rüstungstypen. Hey. Genau das Teil, wonach ich gesucht habe. Die Jungs in der Werkstatt flippen garantiert aus. Sonst gibt's hier nichts. Dieser Schrottwerk ist leergewickt, Valio. Baut ihr da was? Mein Kumpel und ich bringen eine alte Powerrüstung wieder auf Trab. Wir haben richtig coole Metallanzüge. Du bist echt cool. Wirf mal einen Blick auf unser Zeug hier. Unsere Maschinen sind sehenswert, Jack. Karte aktualisiert. Wow, da müssen wir, glaube ich, mal hin. Milton, irgendwas Hospital. General Hospital. Okay. Perfekt, da können wir auch mal vorbeischauen auf jeden Fall. Das finde ich irgendwie cool. So, aber erstmal müssen wir ja unseren Freund retten. Wo geht's denn hier rein? Irgendwo hier wahrscheinlich. Da oben. Okay. Perfekt. Moment mal ganz kurz. Oh, jetzt umgehen. Ja, lass ihn mal da oben gehen. Okay, ich dachte gerade, vielleicht schieße ich einfach mal auf den Arm, aber wir gehen einfach mal rein. Ist ja nicht mein Problem, ne? Im Zweifelsfall ja doch, aber naja. Du weißt also Bescheid. Sieht mir kein Tag älter als 199 aus. Danke. So. Wer hat hier gerade die Tür geöffnet? Wer war so doof? Komm, nicht mehr gucken, oder was? Also. Nein. Hä? Was? Der stirbt nicht. Verabschiede dich von der Welt. Den haben wir gezeigt. Mann, der hat aber ganz schön viel Leben. Vielen Dank. Vielen Dank. Eine Dose. Nix. So, hier ist aber sonst ein Scheiß. Ah, sowas haben wir hier noch. Das. Na, zumindest ein bisschen was gibt's hier. Den hatten wir schon. Okay. Aber sonst ist hier ja nichts. Hier hinten wollte ich nochmal ganz kurz gucken. Oh, ich weiß das nicht. Ich werde dich finden. Ich bin ja auch hier und ich laufe auch nicht weg. Ich komme ja wieder.
Davon muss ich aber. Da könntest du recht mit haben. Ups. Das ist natürlich doof gelaufen. Was? Okay, pass auf, ich habe mein Leben nicht im Auge behalten. Wir spritzen mal ganz kurz was. So. Was? Alter, die das überlebt. Weißt du was? Tschüss. Mann. Die lernt's ja auch noch nicht. Oh, da geht's gleich durch. Glaube ich. Ich habe noch nicht ganz geguckt, weil hier gibt's ja auch noch einen Besen halt mitzunehmen, ne? Den wollte ich noch haben. Und dann geht's hier tatsächlich durch. Krass. Stimberg, Redaway. Nix. So, fertig. Okay, wir gehen mal wieder. Ah, das ist nix. Okay. Du bist böse. Du bist böse und böse und böse. Okay, reicht auch. So, jetzt ist die Frage, wo muss ich denn runter? Ich muss ja irgendwo runter, aber wo ist die Frage? Haben wir irgendwo einen Aufzug oder sowas, was ich nicht gesehen habe? Ja, haben wir. Perfekt. So, dann mal los geht's, würde ich sagen. Los geht's, ab geht's. 3 Tage wach. Okay. Keller. Wir sind, da gehe ich mal zum Lachen in den Keller. Was? Gott, hör mal auf damit mit dem Scheiß. Ist ja nicht mal witzig. So, die liegt hier schlafen. Was? Liegt hier schlafen? Die, ne, die schlafen gegangen halt, ne? So. Da ist überall nichts. Ich kratze mich ganz kurz. Dankeschön fürs Warten. So. Hier ist aber sonst ein Scheiß. Auch noch ein bisschen Krimskrams. Was wir natürlich mitnehmen, ne? Ist ja klar. Das wären wir ja nicht wir. Greift er an? Der greift an. Warte, warte, warte. Warte doch mal ab jetzt. Lad noch mal nach. Oh Mann, die halt noch nicht still. Dein eigenes. So, ich loot hier mal fröhlich, ne? Ist ja in Ordnung. Und da oben, du kannst ja kurz warten. Ich fang gerade erst an. Ja, ja, ist ja okay. Ich loote doch mal. Wer? Hallo? Ich check übrigens jetzt. Du, ich bin gestorben. Scheiße. Ich habe mein Leben nicht im Auge behalten. Ich dachte, oh, ich habe ja unendlich Leben. Na, aber nein. Na, scheiße. Oh, Mann, wieso speichere ich denn nie? Was ist denn los mit mir? Oh mein Gott, okay, wenn da gerade so viele sind, gehen wir erstmal nach hier. Ah, hier waren wir auch schon. Oh Gott. Ich bin auf jeden Fall aufmerksam gerade, wie man sieht. Speichern. So. Oh, hi. Du liegst da so wie möglich. Ich hol dich mal kurz mit, ne? So. Hier lang, ne? Ja. Ey, da geht er mir erstmal wieder auf den Nerv. So. Nicht das. Das. So, einmal kurz bitte ein Steam Pack. Habe ich bei Steam gekauft. Das Steam Pack.
Hast du recht. Ich hoffe, das tat jetzt gerade nicht zu doll weh. Ach, die lebt aber noch. Das war ja eine. Junge Dame. Oh, danke. So, wir gehen nochmal kurz unten looten. Das haben wir ja jetzt schon wieder nicht getan, weil wir ja gestorben sind. Ich speichere nochmal. So, wo ist er? Hier. Oh, der liegt da so ganz gemütlich. So, das können wir hier alles jetzt wunderbar mitnehmen. Das wissen. Oh, nee, das wollte ich nicht. Nein, nein, nein. Oh, hinsetzen. So, was haben wir hier? Nix. Zack, zack. Zack. Speichern wir wieder, gehen wir wieder hoch. Gucken da wieder um. Uns da wieder um. Was? So, ist ja auch egal. Hier ist aber. Oh, eine Nuka-Cola. Siehst du? Nehmen wir mit. Noch eine. So, speichern wir nochmal. So. Muss ich noch weiter nach unten? Das ist ja. Okay. Na gut. Ich. So. Das war eine gut gezielte Granate, möchte ich sagen. So, das speichern wir auch gleich mal ab. Was? Oh, ich habe keine Granaten mehr. Ah, oh, das war natürlich geil. Mein Gott, der Gewinn hat mich nervt. Gib mir lieber mal deinen Stuff. So, da ist sonst... Ja, nicht, oder? Nö, okay. Hier haben wir auch eine schöne Vase. Warum nicht? Das nehmen wir auch alles mit. Nützt ja keinem mehr was, ne? Oh. Nee. Nein, hier. Nee, hier. Nein, hier. Nicht ganz. Hier. Nee, hier. Ja. So. Natürlich nicht. Wäre langweilig. Hier können wir auch nochmal aufmachen. Aber hier ist... Halt willst du? Ich habe ein Kissen für dich. Kannst du dir da drauflegen, wenn ich dich erschossen habe. So, wir müssen aber immer noch irgendwo nach unten. Wie kommen wir da denn hin? Ach ja, klar, komm. Ich weiß schon, wie wir da hinkommen. Muss ja wieder ins Loch. Das nehmen wir dann doch noch mit, wenn wir gerade auf der Ecke sind und dann... Mann, oh Mann. Wo ist der kleine Wichser hin? Hallo? Hast du mich gerade als Wichser bezeichnet? Das finde ich ja irgendwie ein bisschen frech von dir, ne? Muss ich sagen. Oh, hi. Das war krass. Moment, ich suche kurz mal irgendwas, was dir wehtun könnte. Fatman. Impro, bla bla bla. Das wollen wir ja alles nicht. Nein, ich würde irgendwas gerne. Impulsgranate. Guck mal, das ist schon mal gar nicht verkehrt, aber können wir nämlich. Moment, ich dachte noch nach. Mein Gott, ey. So, die haben wir aber alle. So, perfekt. Gehen wir weiter. Oh, hier ist... Psst. Hey. Die weiß noch nichts von ihrem Glück. Oh, da war mit einem Schuss down. Ist ein krasser Buch gewesen. So. Zack, zack, zack. Hier ist also sonst überhaupt nichts.
langweilig sieht Krankenhaus. So. Okay, dann gucken wir mal weiter, wo wir hin müssen. Da waren wir ja schon. Hier ist aber sonst 29 Meter noch. So langsam will ich den aber mal finden. Alter. Hi, Piper. Der ist jetzt nur noch 18 Meter nach unten. Hä? Moment. Ah, genau, perfekt, da wollten wir auch hin. Jetzt ist er doch irgendwo, da vorne ist er doch, hä? Hier lang? Hä? Was? Ich verstehe das gerade nicht. Der ist doch da drüben, hier. Ja, ich war ja auch schon hier. Jetzt gehen wir doch wieder nach... Hä? Das ist mir ein Rätsel. Und jetzt können wir wieder nach rumfahren. Nee, da wollen wir ja nicht hin. Wir wollen ja darüber. Was ist das denn Unfaires? In diese Richtung hier muss ich doch. Hier drüben. Kommen wir nicht durch. Weißt was? Das überlasse ich dann der Zukunft mal, wie wir da reinkommen. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Fallout 4. Bis dahin. Tschüss.